Auf Verlangen der Freiheitlichen und der KPÖ trat der Landtag am Dienstag zu einer Sondersitzung zusammen. Insgesamt musste die Landesregierung 6 dringliche Anfragen der Opposition beantworten. FPÖ-Klubobmann Mario Kunasek wollte unter anderem von ÖVP-Wirtschaftslandesrätin Barbara Aibinger-Miedl wissen, wie die Landesregierung dem drohenden wirtschaftlichen Kollaps der Steiermark begegnen möchte. Ich bin sehr froh, dass wir heute gemeinsam mit der KPÖ, aber auch mit anderen Oppositionsparteien sehr wichtige Themen besprochen haben, nämlich wie geht es in der Steiermark weiter, und vor allen Dingen ein Thema brennt vielen Steirerinnen und Steirern unter den Nägeln, nämlich 127.000 ganz besonders, die betroffen sind von Kurzarbeit und von Arbeitslosigkeit, und deshalb haben wir heute auch die Landesrätin, die zuständige Barbara Aibinger-Miedl, befragt. Ja, wie es mit den Hilfen aussieht, weil wir haben ja einiges an Zahlen bekommen in den letzten Wochen und Monaten, wo wir feststellen konnten, es ist nicht zielgerichtet, es kommt nicht dort an, wo es ankommen soll und muss. Ein Beispiel vom Steirischen Härtefallfonds: mit 780.000 Euro dotiert, wurden bis Dezember 4.500 Euro abgeholt. Das heißt, da gibt es einiges zu reparieren, und genau das waren heute auch die Themenstellungen. Darf aber auch sagen, leider habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass hier seitens der Regierungsparteien auf die berechtigten Einwände auch der Freiheitlichen Partei, aber auch der anderen Oppositionsparteien eingegangen worden ist. Wird wohl bedeuten, dass es ein Weiterwursteln gibt in diesem Bereich, aber ein Weiterwursteln, was für viele Betriebe, für viele Unternehmen, aber auch für viele Steirerinnen und Steirer letztlich auch eine Existenzfrage ist. Und deshalb werden wir da auch keine Ruhe geben. Und ja, die Landesregierung kann sich darauf freuen, in weiteren Landtagen, Landtagssitzungen, wenn es notwendig ist, auch Sonderlandtagen, genau zu diesen Themen wieder befragt zu werden. Wir stehen auf der Seite der Steirer. Der freiheitliche Bildungssprecher Stefan Herrmann konfrontierte ÖVP-Bildungslandesrätin Juliane Bogner-Strauß mit dem Chaos an den heimischen Schulen und den neu bekannt gewordenen Zwangstestungen. Es ist leider eingetreten, wovor wir Freiheitlichen schon seit Beginn der Pandemie gewarnt haben, nämlich dass es irgendwann einmal zu Zwangstestungen kommen wird und zu weiteren Verschärfungen der Zwangsmaßnahmen. Und jetzt haben wir die Situation erlebt, dass die Gruppe von Schülern in Österreich, 1 Million Schüler in Österreich, zweimal in der Woche zu Zwangstests kommen. Und dass Bildungsminister Fassmann davon spricht, dass die Tests freiwillig bleiben, man aber bei einer Nichtteilnahme am Test vom Unterricht ausgeschlossen wird, ist eine Kutzpe der ganz besonderen Art, und da werden wir Freiheitliche auf allen Ebenen dagegen halten. Es geht nicht nur darum, dass diese Tests logistisch nicht durchführbar sind, auch organisatorisch nicht durchführbar sind, einem 6-jährigen Volksschulkind wohl kaum zumutbar sind. Es geht auch darum, dass damit den Kindern das Recht auf Bildung verwehrt wird, sollte es zu einem solchen, vielleicht auch falsch positiven Test kommen. Und es geht darum, dass diese ganze Vorgangsweise ein massiver Anschlag auf die allgemeine Schulpflicht ist. Und deshalb haben wir Freiheitliche heute im Landtag Antworten eingefordert von der zuständigen ÖVP-Landesrätin. Wir haben auch gefordert, von einem Testzwang an Volksschulen abzusehen. Leider hat unsere Initiative keine Mehrheit gefunden.